Ja, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass Sie hier sind. Ich hoffe, es geht noch. Also, Sie haben sicherlich schon einiges an Input bekommen. Und man muss ja aufpassen, dass es nicht zu viel wird, sonst kriegt man am Ende gar nichts mehr mit. Ja, ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten, was mir allerdings nicht ganz gelingen wird, das sage ich jetzt schon, weil ich die Geschichte etwas anders aufziehen möchte. Also mehr von der, weniger von der technischen Seite, als vielmehr von der geistig, um nicht zu sagen spirituellen. Eine ganzheitliche Betrachtung zur aktuellen Finanzkrise, da liegt es schon ein bisschen drin. Wir haben nicht nur Griechenland, sondern eine weltweite Schuldenkrise. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht weiter zu vertiefen. Allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika, die Verschuldungsszenario haben, das es weltweit so in dieser Form nicht gibt, aber weil sie eben den Dollar als Leitwährung besitzen, können sie das auch tun. Wir haben eine Schuldenkrise also weltweit in einem bisher nie gekannten Ausmaß. Und was tun wir, um diese Schuldenkrise zu lösen? Genau, wir machen mehr Schulden. Also jeder weiß in diesem Raum, das kann nicht die Lösung sein, es kann nur eine Verschärfung der Krise sein. Und interessant ist ja auch, was die Politik macht mit einer Krise oder was sie versucht, den Menschen zu erzählen. Sie will den Zustand vor der Krise wiederherstellen. Wir kennen eigentlich das Phänomen der Krise im privaten, auch im gesundheitlichen Bereich, dass wenn wir die Krise annehmen, sie anschauen in ihrer ganzen Pracht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also in ihrer ganzen Tragweite, dann haben wir die Chance, eine Stufe weiterzukommen, eine nächsthöhere Stufe zu erreichen. Das tut die Politik nicht. Sie versucht immer wieder den Zustand vor der Krise herzustellen, was aber auch heißt, dass man wieder vor der Krise steht. So. Ne? Ich habe vor einigen, fast schon 10 Jahre her, ist dieses Buch herausgekommen, Mythos Marktwirtschaft, die irrationale Herrschaft des Geldes über Arbeit, Mensch und Natur. Und auch hier im Untertitel eine ganzheitliche Analyse der modernen Ökonomie. Also ich bin angefangen mit ganz einfachen, grundlegenden Fragen. Was ist überhaupt Geld? Wie wirkt Geld? Also das Prozedere, wie Geld wirkt, ist, glaube ich, schon sehr viel und tiefgreifend gesprochen worden in den letzten Tagen. Aber was ist überhaupt Geld? Wir wissen, das Konzept der Marktwirtschaft ist entstanden im Zeitalter der europäischen Aufklärung. Stichwort Adam Smith, über den Wohlstand der Nationen, darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Wir leben im Zeitalter der Vernunft und Geld und Marktwirtschaft gelten als zentrale Säulen der Säkularisierung, die wir ja die Moderne nennen. So, und die Ökonomen drücken sich sehr stark darum herum, was Geld eigentlich ist. Sie definieren Geld als das, was Geldfunktionen hat, nämlich Tauschmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrungsfunktion. Da könnte man jetzt schon die erste Frage stellen, ja, inwieweit ist das denn miteinander kompatibel? Also Tauschmittel und Wertaufbewahrungsfunktion. Ne? Gibt es da Widersprüche oder nimmt man das einfach so in dieser Dreiheit, ne? Dreieinigkeit, könnte man auch sagen, hin? Aber was ist Geld? Die Antwort fällt dem, sag mal, Schulökonom, wir sind ja hier in einer homöopathischen Bibliothek, ne? Was mich übrigens sehr freut, dem Schulökonom, der sehr symptomorientiert handelt, in der Regel schwer. Aber wenn wir da genauer hinschauen, dann sehen wir, dass es hochgradig irrational aufgeladen ist. Auch das werden wir später noch ein bisschen genauer sehen. Geld entsteht im Prinzip aus dem Nichts. Und Geld ist hochgradig auf Vertrauen angewiesen, um gültig zu sein. Vertrauen worauf, worin? Darüber werden wir sprechen müssen. Ich selbst bin mit Anfang 20 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich bin auf einem katholischen Gymnasium zur Schule gegangen und habe mich dann später auch mit Religionskritik auseinandergesetzt. Genau, ich habe mich selber auseinandergenommen und bin zum Schluss gekommen, also ähnlich wie ja die europäische Aufklärung es gesagt hat, habt Mut, euch eures Verstandes zu bedienen, ne? Befreit euch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, willkommen im Zeitalter der Vernunft. Und wenn wir uns, wie gesagt, die Struktur des Geldes etwas genauer anschauen, wie Geld wirkt, wie Geld beschaffen ist, dann wird das Ganze schon
etwas merkwürdig, sage ich mal. Weitere grundlegende Fragen, die sicherlich auch schon ventiliert worden sind in den letzten Tagen. 200 Jahre unvergleichliches Wachstum, aber wo ist das Geld, wer gewinnt, wer verliert? Ich glaube, wir stehen einfach an dem Punkt, diese ganz einfachen Fragen zu stellen, weil das, was in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Diskussion rund um die Schuldenkrise so hin und her diskutiert wird, bewegt sich oftmals auf sehr abstrakten Höhen. Aber entscheidend ist ja die Ausgangssituation, die Wirtschaft soll eine dienende sein. Und da muss man eben zu diesen grundlegenden Fragen zurückkehren. Und wie gesagt, wie rational sind Geld und Marktwirtschaft? Verträgt sich das mit dem Anspruch? Wir leben im Zeitalter der Vernunft. Die entscheidende These, die ich hier stellen möchte, ist, dass wir es bei der Finanzkrise nicht nur mit einer Krise der Wissenschaft zum einen zu tun haben. Also, das kennen Sie sicherlich, dass ja die, ich sage es noch einmal, die sogenannte Schulökonomie diese Krise weder hat kommen sehen, also 2007 folgende, 2008 Lehman Brothers, und auch keine Instrumente, keine wirklich nachhaltig lösenden Instrumente zur Verfügung stellen konnte. Aber letzten Endes haben wir es hier mit einer Bewusstseinskrise der modernen Gesellschaft zu tun. Das jetzige Geldsystem, so lautet meine These, ist ein Spiegel unseres Bewusstseins. Und solange wir das nicht thematisieren, werden wir immer nur an Symptomen kurieren und nicht wirklich den Dingen auf den Grund gehen. Im Zuge der Finanzkrise gibt es auch unter den, in Anführungszeichen, Schulökonomen immer mehr, die anfangen nachzudenken. Das ist ja, wie gesagt, auch Sinn einer Krise, dass man mal innehält und nachfragt, was machen wir hier eigentlich und auf welcher Grundlage forschen wir und geben auch Politikberatung. Und Dennis Snower, der Leiter des Kieler Instituts für Wirtschaft, hat 2008 folgenden Satz gesagt: Ich spüre einen Paradigmenwechsel in der Ökonomie. Es ist einfach zu viel morsch. Die Ökonomen haben immer gesagt, wir haben ja ein einfaches Modell, daran kann man alles abbilden, das stimmt auch. Nur stimmen die Annahmen nicht, auf denen das Modell beruht. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also Land auf, Land ab ist klar, dass Ökonomie sehr naturwissenschaftlich inzwischen daherkommt. Das war ja ursprünglich mal eine Sozialwissenschaft. Also gerade die grundlegenden Bücher von Adam Smith oder John Stuart Mill sind ohne jegliche mathematische Formel ausgekommen. Das hat sich grundlegend geändert. Wir haben es ja hier inzwischen eher mit einer mathematischen Wissenschaft als mit einer ökonomischen Wissenschaft zu tun. Also Modelle, mathematische Modelle, so notwendig sie hier und da auch sein mögen, kann man nur errichten auf Basis von bestimmten Grundannahmen, so, die als fix gesetzt werden. Und die wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Grundannahmen der klassischen Theorie, auch das ist ja so etwas. Was heißt eigentlich Klassik? Klassik heißt ja ewig gültig. Lesen Sie die Klassiker, dann wissen Sie auf immer und ewig Bescheid, wie es läuft. Also das ist die nach wie vor herrschende, inzwischen ja neoklassische Theorie. Geld sei ein neutrales Tauschmittel. Wie gesagt, das ist sicherlich sehr umfangreich schon diskutiert worden. Der Mensch ist nutzenorientiert, ein Homo economicus, also ein sehr einseitiges Menschenbild, das inzwischen unter Ökonomen auch relativiert worden ist, spätestens sicher mit Herrn Kahnemann, der 2002, war es glaube ich, ein Psychologe den Nobelpreis für Ökonomie bekommen hat. Also dieses rein aufs Ego hin kaprizierte Bild vom Menschen ist nicht aufrechtzuerhalten, weil schlicht und ergreifend Werte wie Fairness, Solidarität, Gerechtigkeit komplett ausgeblendet werden. Aber, und das darf man nicht vergessen, dass die Modelle, die auch im Umfeld Finanzmarkt, Finanzmarktanalyse nach wie vor gültig sind, immer noch auf Basis des sogenannten Homo economicus errichtet sind. Ja, Märkte erzeugen allgemeinen Wohlstand, also eine Annahme, die zurückgeht auf jeden besagten Adam Smith. Marktwirtschaft sei ein wertfreies System, ein ausschließlich rationales, wertfreies System. Nochmal zurückgehend auf Zeitalter der Aufklärung. Und Märkte kommen immer wieder ins Gleichgewicht. Auch das sozusagen eine Anleihe, wenn Sie wollen, aus den naturwissenschaftlichen Disziplinen, also in der Physik. Sie kennen diese Gleichgewichtsannahmen und Ähnliches
So, die Schulökonomie scheint es auch im ökonomischen System zu geben. Wir erleben seit 200 Jahren stets das Gegenteil. Schon interessant, dass diese Geschichte sich bis heute hat aufrechterhalten lassen. Ja, und Finanzmärkte seien rational, stabil und hocheffizient. Das hat bis eben zum Ausbruch der Finanzmärkte gegolten. Spätestens seither ist dieses, ich sage jetzt mal nicht Grundannahme, sondern das sind Dogmen. Das sind moderne Glaubenssätze. Und auf dieser Basis geriert sich die Schulökonomie als quasi Naturwissenschaft. Im Prinzip haben wir es hier zu tun mit einer umgekehrten Pyramide. Was diskutiert wird, ist hier in der Regel an der Oberfläche. Aber was weithin tabuisiert ist, sind eben genau diese Grundannahmen, die Spitze dieser Pyramide, auf denen eben, wie gesagt, die Modelle der Schulökonomie gebaut sind. Und darüber müssen wir, wie gesagt, reden. Das ist ja vielfältig hier schon geschehen. Wie gesagt, zum Thema Geld ist ein neutrales Tauschmittel. Aber ich denke, wir müssen noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, das vielleicht noch ganz kurz. Kreislaufmodell der Wirtschaft, wie man es zum Teil in den Schulen schon lernt und an den Universitäten dann noch spezifiziert bekommt. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen oder im Einzelnen darstellen. Also was auffällt, ist, dass die Banken, Finanzmärkte hier als eher in einer dienenden Funktion erscheinen. Ja, sie vermitteln also das Geld, was die Haushalte nicht verkonsumieren, sondern an privaten Ersparnissen übrig haben, gegen Zinsen mittels Kredite an die Unternehmen, die dann investieren können. Da wird sich sicherlich der ein oder andere schon gegen verwahren und sagen, also Banken und Finanzmärkte sind nicht in einer dienenden Funktion, sondern die Wirklichkeit zeigt, dass hier eigentlich die herrschende eine herrschende Charaktereigenschaft festzustellen ist. Und das andere, was man hier eigentlich schon als Frage stellen müsste, ist, wo ist hier eigentlich in diesem Kreislaufmodell, ne? Kreislaufmodell ist ja auch ein Anspruch von Harmonie, die Umwelt. Taucht hier gar nicht auf. Ne? Also wenn Unternehmen produzieren, müssen sie sich notgedrungen aus der Umwelt bedienen. Aber das ist genau ein weiterer Vorwurf. Es wird so getan in den traditionellen ökonomischen Modellen, als wenn wir uns grenzenlos aus der Natur bedienen können. Also diese zwei Fragen sollten eigentlich kritisch schon mal angemerkt werden an einem solchen Kreislaufmodell. Ja, kommen wir zu dem, was ich ein bisschen genauer beleuchten möchte. Dieses moderne Wirtschaftssystem, in dem Geld regiert und eben nicht dient, geht einher mit einem, wie ich es genannt habe, epochalen Wertewandel. Der ist nicht von einem Tag auf den anderen passiert, das hat schon einen gewissen Vorlauf, aber vorhin schon genannt, Adam Smith, der Gründervater oder man könnte auch sagen der Papst der modernen volkswirtschaftlichen Theorie, hat einmal auch über die Kernmotivation sozusagen in dem neuen System der Marktwirtschaft gesprochen. Und das Zitat würde ich ganz gerne mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, damit man versteht, worüber wir hier reden. Da nun jedermann nach Kräften sucht, sein Kapital in der heimischen Erwerbstätigkeit so zu leiten, dass ihr Erzeugnis den größten Wert erhält, so arbeitet auch jeder notwendig dahin, das jährliche Einkommen der Gesellschaft so groß zu machen, als er kann. Allerdings strebt er in der Regel nicht danach, das allgemeine Wohl zu fördern, und weiß auch nicht, um wie viel er es fördert. Indem er diese Erwerbstätigkeit so leitet, dass ihr Produkt den größten Wert erhalte, verfolgt er seinen eigenen Gewinn und wird in diesen wie in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, einen Zweck zu fördern, den er in keiner Weise beabsichtigt hat. Also, Egoismus ist gut. Und wenn jeder seinem Ego folgt, seinem individuellen Nutzenkalkül, dann ist das in der Wirtschaft gut für die Gesellschaft als Ganzes. Jetzt huldigt Adam Smith nicht einfach, ist ja Moralphilosoph, ne, schottischer Moralphilosoph gewesen, nicht einfach dem Egoismus, sondern er hat sich hier einer Konstruktion bedient, die übrigens aus einer antiken Religion stammt, nämlich der Philosophie der Stoa, der berühmten Invisible Hand. Auch in der Stoa gab es so eine Art göttliche Vorsehung, die die Einzelinteressen
zum Wohle aller verwandelt. Also das hat, dieses rationale Konzept hat in seiner Kernmotivation ein höchst irrationales Motivationsmoment, nämlich den Egoismus, aufgebaut auf der Vorstellung, dass die unsichtbare Hand des Marktes dafür Sorge trägt, dass letzten Endes alle profitieren. Also es ist eine hochgradig irrationale Geschichte, an dieser Stelle schon. Adam Smith glaubte an die, wie die Stoiker auch, hatte ein positives Menschenbild, an die sogenannte Sympathy, also die Sympathie, dass wenn jemand, also genügend Geld, seinen eigenen Gewinn, ne, hier, jeder den größten Wert erhält, so viel für sich erwirtschaftet haben sollte, dass er im Prinzip genug hat, dann auch bereit ist, abzugeben und denjenigen es zugutekommen zu lassen, die es brauchen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob diese Prognose, dieses in Anführungszeichen positive Menschenbild aufgegangen ist. Ich denke eher nicht. Auf der anderen Seite sollten wir uns nochmal in Erinnerung rufen, wie bis dato die Orientierung auf Geld und Egoismus gesehen worden ist, bei aller Kritik, die man jetzt an der Kirche üben kann und muss. Es gibt nichts, vor dem Jesus Christus kategorischer warnt, als vor der Verabsolutierung des Geldes im Neuen Testament. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und spannend ist an dieser Stelle, von Vernunft ist hier überhaupt nicht die Rede. Man könnte ja der Ansicht sein, gut, wir haben das Ego in uns, wir haben auch das Herz, die Liebe in uns und dann gibt es die Vernunft, den Verstand und darüber ließe sich in irgendeiner Form einen Ausgleich herstellen. Entweder ihr dient Gott, eurem Herzen, oder ihr folgt eurem Ego, dem Mammon. Und das ist eine Erkenntnis, die wir auch, Entschuldigung, in anderen Religionen haben, beispielsweise bei Laozi, wer an Haben gewinnt, verliert an Sein. Dahinter steht die Idee, dass es das Ego letzten Endes gar nicht gibt. Dass es eine Illusion ist. Und wer dieser Illusion des Egos folgt, wird in dem eigentlichen, tatsächlichen Sein verlieren. Und dieses eigentliche, tatsächliche Sein führt eher in die Richtung der Verbundenheit mit allem. Und dementsprechend liest sich auch das Urteil von Thomas von Aquin, dem vielleicht bedeutendsten Kirchenlehrer des Mittelalters. Und ebenso besteht in der Überschreitung dieses Maßes eine Sünde, insofern nämlich jemand über die gebührende Grenze hinaus sie erwerben oder zurückhalten will. Dies fällt unter den Begriff der Habsucht, die definiert wird als die maßlose Sucht zu haben. Daraus ergibt sich offenkundig, dass die Habsucht Sünde ist, gegen den Nächsten, weil der eine Mensch nicht Überfluss an äußeren Reichtum haben kann, außer wenn der andere Mangel leidet. Also der eine kann nur profitieren, wenn der andere auch verliert. Und das ist etwas, was jetzt erst so langsam in die Schulökonomie hineinsickert. Also bislang galt eher die Vorstellung des sogenannten Trickle-Down-Effektes. Also Wachstum, noch mehr Wachstum, noch mehr Wachstum und dann profitieren schon die einen vielleicht etwas mehr und die anderen etwas weniger, aber letzten Endes alle von dem System. Und mich erinnert das ein bisschen an das, was wir aus dem Mittelalter kennen. Dort hat man die Burgen auf Anhöhen, auf Berge gesetzt und hin und wieder schon mal die Schotten geöffnet und die Abfälle ins Tal kullern lassen, sodass eben dann auch die Bettler und weniger Gutgestellten profitieren. Habsucht war im christlichen Zeitalter eine der sieben Todsünden und führte geradewegs in die Hölle. Man kann jetzt darüber streiten, ob das eine sinnvolle Konstruktion ist, wessen die Kirche sich da bemächtigt hat, um Macht auszuüben. Ich glaube, wir stehen jetzt an einem ganz anderen Punkt, dass wir eine solche Ethik mit Hilfe der Kirche eigentlich nicht mehr benötigen, sondern einen evolutionären Fortschritt darin sehen können, dass wir selber es sind, die sich von dieser Vorstellung des Egos befreien kann, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und natürlich nur kurz angedeutet, das Zinsverbot vom Alten Testament über das Neue Testament, zig Konzilien der katholischen Kirche. Erst 1983 aus dem Kanon der katholischen Kirche gestrichen offiziell. Daraus hat sich ja 2009 eine Initiative ergeben, 9,5 Thesen gegen
Wachstumszwang und für ein christliches Finanzsystem. Also ich bin einer der vier Initiatoren. Einer war schon hier, der Professor Ruster, am Montag, glaube ich, und zwei werden noch folgen, also der Ralf Becker und die Gudula Frieling sind dann morgen nochmal dran. Also 9,5 natürlich in Anspielung auf die 95 Thesen. 95 würde heute keiner mehr lesen. Deswegen 9,5 Thesen, dazu gibt es auch eine Internetseite. Aber es ist eben interessant, und das war für mich auch interessant, als jemand, der sich von der Kirche entfernt hat, zu sehen, wie viel Aktualität eigentlich in diesen christlichen Botschaften, überhaupt in den Botschaften der Weltreligion zu finden ist, was Geld und Zins anbelangt. Ja, wie immer, wenn es zu solchen epochalen Wertewandeln kommt, ist es häufig die Literatur, die das aufgreift und verarbeitet und widerspiegelt. Und es ist für mich auch hochinteressant gewesen zu sehen, wie Goethe den Wertewandel, aber später auch die Papiergeldschöpfung zum Thema seines Faust gemacht hat. Nun gut, wer bist du? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Der Vers, den ich hier kursiv gedruckt habe, hat Goethe fast wortwörtlich aus einer früheren Schrift von Adam Smith entnommen, nämlich aus der Theorie der ethischen Gefühle, wo Adam Smith über den Egoismus schreibt, dass er jene ewige Kunst sei, die Gutes aus Bösem schafft. Also wir folgen einer Untugend und letzten Endes entsteht daraus für die Gesellschaft als Ganzes etwas Positives. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, eine kurze Bilanz, ob denn diese Prognose aufgegangen ist. Wir wissen alle, dem ist nicht so, nur ein paar Zahlen dazu. Anfang des 19. Jahrhunderts noch lag das Verhältnis der reichsten 20% zu den ärmsten 20% weltweit bei 3:1. Das ist immer weiter kontinuierlich gestiegen, 7:1, 1997, 74:1. Heute verfügen die 10% reichsten Haushalte so viel wie die 80%. Besitzen die 10% reichsten Haushalte weltweit 80% des gesamten Geldvermögens. Andere Zahl, 400 Haushalte weltweit besitzen die Hälfte des Vermögens weltweit. Von den 2,4 Milliarden arbeitenden Menschen verdienen 1,4 Milliarden weniger als $2 am Tag. Und ja, das ist sicherlich der einzige, der tatsächlich heftigste Skandal überhaupt. Das 24.000 Menschen täglich an den Folgen von Hunger und Durst sterben, 2/3 davon sind Kinder, während wir gerade in den letzten Tagen aufgrund einer Studie erfahren haben, wie viel wir eigentlich hier in Deutschland an Lebensmitteln wegschmeißen. Also der Überfluss der einen bedeutet Armut und Hunger auf der anderen Seite. Bestätigt sich hier erneut. Nach dem sozusagen Aufzäumen des der Werteseite möchte ich ein bisschen stärker eingehen auf die Struktur des Geldes. Also wir haben gesehen, das neue Zeitalter der Vernunft wird eingeleitet in der Ökonomie mit einer Huldigung an den Egoismus. Die Erfindung des Papiergeldes stellt sicherlich einen epochemachenden Akt dar, wie beispielsweise auch von Hans-Christoph Binswanger sehr eingehend beschrieben. Dazu vielleicht kurze ein paar Erläuterungen, wie das Ganze sich vollzogen hat. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begannen in London, in der Lombard Street, ist ja heute einer der drei weltbedeutendsten Finanzplätze, sogenannte Promissory Notes, also Quittungen auszugeben gegen Gold, was ihnen ihre Kunden zur Sicherheitsverwahrung gegeben haben. Und sie sahen nun die Möglichkeit, ein richtig gutes Geschäft zu machen. Sie gaben nämlich, also sie sahen, dass nicht alle ihrer Kunden zur gleichen Zeit wieder zu ihnen kamen, um diese Quittungen gegen Gold einzulösen. Und begannen, mehr Scheine auszugeben, als eigentlich an Gold gedeckt ist.
interessantes Prinzip. Bislang war ja Geld immer nur in der Menge verfügbar, wie es auch Gold und Edelmetalle gab. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wurden Kriege geführt gegen die Mayas, gegen die Inkas. Es gab Münzverschlechterungen der Fürsten, um die Geldmenge zu erhöhen. Aber hier, deswegen die moderne Alchemie, entsteht im Prinzip Geld auf der Basis von etwas, aber viel mehr Geld, als eigentlich an Gold gedeckt ist. Und der damalige König William stand wieder einmal im Krieg gegen Frankreich, war hochgradig verschuldet, hatte von seinen Vorgängern schon horrende Schulden geerbt. Und er ging dahin und gab sozusagen 1000 Gläubigern, fast alle samt Goldschmieden, eine Lizenz, nämlich um die Bank of England zu gründen. Und diese Promissory Notes, also Versprechensscheine, wenn man so will, wurden zum offiziellen Zahlungsmittel erklärt. Die Zinsen, die auf diese Scheine errichtet genommen wurden, sollten dann aus Steuergeldern bezahlt werden. Dieses Prinzip der Geldschöpfung aus dem Nichts, der modernen Alchemie, hat Schule gemacht. Das ist europaweit und letztendlich weltweit übertragen worden und tatsächlich entließen sämtliche Könige an den europäischen Königshöfen ihre vor Ort beschäftigten Alchemisten. Das war über Jahrhunderte hinweg gang und gäbe, dass an den Königshöfen Alchemisten beschäftigt wurden, die eben aus minderwertigem Material oder aus nichts Geld schöpfen sollten. Und hier an dieser Stelle gelang es also mit Hilfe von papierendem Schein, ne, nicht umsonst heißt es Papiergeld, der papierende Schein, Geld zu schöpfen. Und nicht zuletzt John Kenneth Galbraith, berühmtesten Ökonomen des vergangenen Jahrhunderts, hat einmal gesagt, was der Petersdom für die Christenheit, das ist die Bank of England für die moderne Finanzwelt. Aber wenn wir uns anschauen, worauf dieses Prinzip der Geldschöpfung aus dem Nichts eigentlich beruht, dann wird es schon spannend, zumindest kommen wir wieder ein Stück weit davon weg, dass unsere ach so rationale Wirtschaftsform im Punkto Geld tatsächlich auch noch hochgradig rational unterlegt ist. Also hier haben wir die ursprüngliche Geldschöpfung aus Gold, aus einer gewissen Menge Gold entsteht ein Vielfaches an Papiergeld. Heute haben wir dieses Prinzip realisiert in der sogenannten Giralgeldschöpfung der Geschäftsbank. Giralgeld, das ist das, was zu etwa 90-95% umläuft. Notenbankgeld, also Münzen und Scheine, haben wir dazu nur im Verhältnis von etwa 5-10%. Und das ist das, was die Geschäftsbanken erhalten gegen sogenannte erstklassige Sicherheit. Aber die Geschäftsbanken sind eben selber in der Lage, auf dieser Minimalgrundlage von erstklassigen Sicherheiten, wogegen sie Münzen und Scheine bekommen, Giralgeld zu schöpfen, nämlich schlicht und ergreifend per Knopfdruck. In dem Moment, wo sie einen Kredit aufnehmen, entsteht Geld. Mit einer gewissen Hinterlegung, also die Beschränkung der Geldschöpfung, eine Mindestreserve, das war bislang 2%, seit Anfang des Jahres liegt diese Mindestreserve bei 1%. Dann müssen Sie gucken, wie viel wird bar abgehoben. Also es geht ja viel rein, die Geschäftsleute bringen Bargeld zur Bank, dann holen auch immer wieder Leute etwas ab, aber so ein bisschen über dem Saldo und für die Überschussreserve, was den internen Bankenhandel anbelangt. Auch da müssen Banken echtes Geld sozusagen, also dieses Notenbankgeld zur Verfügung halten. Aber das Gros, noch einmal, 90-95% des umlaufenden Geldes ist Giralgeld. Und worauf ist nun dieses Giralgeld gestützt? Wiederum kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe. Aber es ist ein Unterschied unter dem Geld. Es gibt goldene, kupferne Münzen, auch Papiergeld. In der ersten ist mehr oder weniger Realität, in dem letzten nur Konvention, Vertrauen. Und wenn Sie danach fragen, Begriffe sind ja häufig verräterisch. Was heißt Kredit? Kommt aus dem lateinischen Credere, Glauben. Er, sie, es glaubt. Woran? Schauen wir noch eine Ebene tiefer. Also um zu verstehen, wie das eigentlich funktionieren kann, dass aus dem Nichts geschöpftes Papiergeld, der Schein des Geldes, gültig wird. Der alchemistische Akt beruht im Prinzip auf einem Deal mit der Zeit. Das Geld
wird, wie gesagt, in die Welt geworfen als Kredit. Und der Kreditnehmer ist seinerseits verpflichtet, sowohl die Kreditsumme als auch den Zins zurückzuzahlen. Und das ist sicherlich verschiedentlich thematisiert worden in den letzten Tagen, dass in der Kombination von Kredit und Zins ein Wachstumszwang verursacht wird. Das heißt, der Kreditnehmer muss erheblich mehr an die Bank zurückzahlen, als das, was er ursprünglich an Kredit erhalten hat. Also einfaches Beispiel, wenn jemand eine Immobilie finanziert hat über 25 Jahre, dann hat er nach Ablauf dieser 25 Jahre mindestens zwei Häuser bezahlt. Und das ist ja etwas, was wir jetzt auch im Zuge der Finanzkrise immer deutlicher sehen. Das Risiko liegt sehr einseitig beim Kreditnehmer und nur minimal bei der Bank. Schafft nämlich der Kreditnehmer es nicht, Kredit und Zins zurückzuzahlen, was passiert dann? Eigentumsübertragung. Was passiert jetzt im Zuge der Griechenland-Krise? Es muss privatisiert werden. Die Schuldner sind nicht in der Lage, die Kredite zurückzuzahlen, eben in dieser exponentiellen Logik, über die sicherlich schon gesprochen worden ist. Also privatisieren, ne, will heißen, wer kauft das dann, was da an Inseln oder Infrastruktur etc. verkauft werden soll, natürlich die als Gläubiger auch jetzt schon in Erscheinung treten, die Banken. Also nichts anderes passiert im Kredit. Und dieses System hat in der Geschichte der modernen Marktwirtschaft immer wieder zu harscher Kritik geführt. Thomas Jefferson beispielsweise, der zweite Präsident der USA, hat einmal gesagt, das Recht auf private Geldschöpfung, also das Recht, dass die Geldschöpfung in privaten Händen liegt, ist eine größere Gefahr für die Völker als eine stehende Armee. Henry Ford, sicherlich kein politisch extremer Geist, hat in den 20er Jahren einmal gesagt, würden die Menschen der Nation unser Banken- und Finanzsystem verstehen, so hätten wir noch eine Revolution noch vor morgen früh. Und ja, Bertolt Brecht hat es mal in ein Bonmot hineingebracht. Kürzer kann man es, glaube ich, nicht fassen. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? So, die Banken schieben also ihre eigenen Schulden. Die arbeiten ja mit ganz wenig Eigenkapital, ne, bislang Geschäftsbanken 2%. Jetzt soll es ja im Zuge der Finanzkrise sukzessive angehoben werden bis Mitte diesen Jahres, was dann wiederum zur Kreditklemme führen kann und wird. Das ist die Situation, die wir jetzt im Moment verfolgen. Also Steuerreduzierung. Steuerreduzierung? An den Staat, richtig. Also die Banken sind diejenigen, die jeweils am wenigsten notleidend sind. Sie übertragen ihr Risiko auf den Kreditnehmer. Und das ist eben genau das Prinzip, über das wir ein bisschen deutlicher sprechen müssen, dass nämlich der, der Geld hat, scheinbar Geld hat, sozusagen sorgenfrei dasteht, während die, die Geld brauchen, alles tun müssen, also bis zur Aufgabe ihrer selbst, wenn man so will, um den Schuldendienst zu leisten. Und das ist eine hochgradig spirituelle Geschichte, aber wie gesagt, da komme ich später noch ein bisschen deutlicher zu. Also darüber will ich jetzt gar nicht so viel sprechen, weil das sicherlich andere mehr und besser tun. Exponentielles Wachstum. Oder gibt es eine Handmeldung, wo jemand sagt, habe ich jetzt noch gar nichts von gehört? Nee, gut. Okay. Also Verteilung ist auch klar, beziehungsweise unterschiedliche Wachstumsraten. Also die Wirtschaft kommt einfach nicht mehr mit. Ne? Also am Anfang geht das noch relativ gut. War ja auch die Zeit der, also die Hochzeit der sozialen Marktwirtschaft. Aber seitdem wir eben in dieser enormen Spannung sind zwischen Vermögen und Realwirtschaft, wird es immer schwieriger. Mit eben den Umverteilungseffekten, wie ja Helmut Kreuz das auch in den, gestern, vorgestern nochmal deutlich gemacht hat, andere auch. Also wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht weiter darüber reden. Auch das ist, glaube ich, klar, was ist überhaupt Geld? Geld ist Schuld. Das ist eben hochgradig spannend. Es gibt Gläubiger und es gibt Schuldner. Natürlich auch eine religiöse Begrifflichkeit. Und woher kommt der Begriff Erlös? Natürlich auch von Erlösung. Ja? Und dass das spiegelbildlich verläuft, ist wiederum ein Element des Tabus, über das wir sprechen müssen. Aber mich hat immer die Frage beschäftigt, warum ist das ein Tabu? Warum? Warum wird darüber nicht gesprochen? Warum verweigern wir uns möglicherweise, also wir jetzt mit Ausnahme natürlich aller Anwesenden, sondern in der öffentlichen Diskussion, in der öffentlichen Debatte, können wir es nachher mal? Gut.
Und das, glaube ich, führt uns eben genau in diese geistig-spirituelle Diskussion. Also nochmal kurz als Replik auf den Kreislauf, das Kreislaufmodell, was ich vorhin hier an die Wand geworfen habe. Also dieses Kreislaufmodell von Bernd Senf, den wahrscheinlich alle hier kennen, zumindest mit seinen Veröffentlichungen, ist ja nicht hier, scheint mir wesentlich treffender, die Situation wieder zu spiegeln. Also das wäre jetzt sozusagen die Harmonie in Vollendung, der normale Wirtschaftskreislauf, Volkseinkommen, Sparen, Kapitalmärkte, Staat ist hier noch mit hineingenommen, aber Finanzmärkte stellen eben nicht ein dienendes, vermittelndes Medium dar, sondern, ja, ich will es mal so sagen, es sind schwarze Löcher, in denen das Geld wie ein Staubsauger hineingezogen wird, sich ausweitet, aber dann auch irgendwann in sich zusammenfällt und wo es eben fehlt, ist immer stärker in der Realwirtschaft, weil dieses exponentielle Wachstum eben hier eine Zeit lang erfolgen kann, bei den Aktien, bei den Renten, also Staatspapieren, Finanzderivaten, Devisen, Derivate, das globale Wetten, das. Ja, und um die Dramatik vielleicht in Anführungszeichen anzudeuten, also das hier, das ist 1929. Das ist die Entwicklung des Dow Jones. So. Hier, 29, ne? 29. Also Weltwirtschaftskrise hier, ne? Weltwirtschaftskrise, da. Ja, so. Also. So, und hier, 1987 gab es einen Börsencrash im Oktober. Da hätte die Möglichkeit bestanden, vielleicht eine gewisse Angleichung herbeizuführen zwischen dem, was da real passiert ist. Also die Realwirtschaft ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr um das Vierfache gewachsen, die Vermögen aber um das 40-fache. Und hier aber war die Lobby der Wall Street schon so gut aufgestellt, dass sie einem gewissen Herrn Greenspan, ne, damals ja Chef der amerikanischen Notenbank, ins Ohr flüstern konnte, erfolgreich, nee, also wir wollen jetzt nicht hier klein beigeben, sondern fluten. Ne? Märkte fluten. So, immer mehr Geld, was aber nicht in der Realwirtschaft angekommen ist, sondern dazu diente eben diese spekulativen Blasen immer weiter zu füttern. Bis hin auch zu dem, was im Moment in der Diskussion steht, diese sogenannten OTC, also Over-the-Counter-Derivate, also nicht reguliert, nicht an Börsen gehandelt, sondern zwischen sehr in den sogenannten Schattenbanksystemen. Und letzten Endes das, was hier passiert, ob jetzt Lehmann-Zertifikate oder wie sie auch immer heißen mögen, sind alles Wetten auf das, was hier tatsächlich real stattfindet. Ich glaube, das ist soweit klar. Genau, es hat sich natürlich noch weiterentwickelt und vielen Dank für den Hinweis. Also die Spannung wird immer größer und je größer die Spannung wird, desto crashartiger, desto wuchtiger wird eben das Zusammenführen wieder werden. Ja, und man darf sich nicht wundern, wenn man, das ist jetzt nochmal ein Bereich, den ich ganz kurz anführen möchte, nämlich den der Erwerbsarbeit, wenn man das sogenannte Animal Spirit, also das Ego-Prinzip, in den Mittelpunkt eines Wirtschaftssystems stellt, dass dann auch ein weiteres, sozusagen naturalistisches Prinzip, nämlich das Survival of the Fittest, uns in der geldgesteuerten Erwerbsarbeit wieder begegnet, nämlich in Form der grenzenlosen Geldeffizienz. Also immer mehr, in immer weniger Zeit erwirtschaften zu müssen, natürlich auch, weil das Kapital sozusagen sakrosankte Ansprüche formuliert. Stress und Depression sind inzwischen Volkskrankheiten. Ja, in den 20er Jahren schon mit Charlie Chaplin in Modern Times, ne? Modern Times, interessanterweise dargestellt. Oder auf der anderen Seite, diejenigen, die eben nicht mithalten können, die rausfliegen. Wir haben ja vor kurzem so eine Anzeigenkampagne der Bundesregierung, also ich glaube das Wirtschaftsministerium, gehabt, ganzseitige Anzeigen, in denen sich gerühmt wurde, dass wir die Arbeitslosenquote so haben reduzieren können, wie schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Aber die Wirklichkeit dahinter ist natürlich eine andere. Wir sind inzwischen den amerikanischen Weg gegangen, sehr erfolgreich. Ja, auf der einen Seite sehr erfolgreich. Also die Leute sind beschäftigt, aber sie haben nicht genug zum Leben. Gerade heute stand es in allen Zeitungen, jeder vierte Beschäftigte arbeitet inzwischen im Niedriglohnsektor. 8 Millionen im Niedriglohnsektor. Also wiederum, wie gesagt, das Prinzip des Survivals of the Fittest, das hat alles andere als damit zu tun, dass Wirtschaft ja eigentlich ein integrierendes Moment sein sollte.
nicht etwas, was exkludiert, was ausschließt. Ja, zu der Eingangsfrage, was ist Geld überhaupt? Substanzlos, abstrakt und allmächtig. Das moderne, aus dem Nichts geschöpfte Kreditgeld ist eine umlauffähig gemachte Schuld, die im Prinzip, weil verknüpft mit dem Zins, nie einlösbar ist. Es sei denn, Schuldenschnitt, was ja gleichbedeutend ist mit Vermögensschnitt. Dieses Geld ist eine reine Quantität, wenn man so will, ein elektrischer Impuls, der auf den Computerbildschirmen der Unternehmen und der Banken den Globus durchpulst und die Menschen antreibt, eben diese Schuld abzutragen, mit realem Wachstum, eigentlich dem exponentiellen Wachstum des Zinsgeldes folgen soll. Aber wir merken immer deutlicher, es geht nicht, die Menschen können nicht mehr, auch die Natur kann nicht mehr. Wir haben ja inzwischen einen ganzen Strauß von Krisenphänomenen, bis hin zur Energiekrise, Nahrungsmittelkrise, Wasserkrise etc. pp. Also alles im Prinzip Zeichen, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir einen anderen Weg gehen müssen. Diese reine Quantität ist auf Glauben gestützt, Vertrauen, Glauben. Glauben woran? Auf grenzenloses, ewiges Wachstum. Das ist ja auch so eine Vorstellung. Ne? Ewiges Wachstum, das ist ein Zeichen von Transzendenz. Ewiges Wachstum in der Form der totalen Vereinnahmung natürlicher Qualität, nämlich natürlichem Lebensraum und menschlicher Arbeitszeit, Lebenszeit. Und das ist eben das, was früher, ich sag mal, die Hostie in der christlichen Messe vermochte, nämlich Wein und Brot zum Geist Jesu Christi oder Gottes wandeln. Das schaffen wir jetzt mit dem aus nichts geschöpften Zinsgeld. This economic system is based on greed and fear. Auch wiederum in Anbetracht der Krise ein Manager übrigens eines Thinktanks der UBS Bank. Dieses System basiert auf Angst und Gier. Wir haben vorhin davon gesprochen, Schulökonomie definiert dieses System als ein wertfreies System. Wir wollen da nicht hingucken. Natürlich ist klar, also jedermann auf der Straße, den Sie fragen, wie funktioniert das eigentlich? Natürlich, Gier und Angst. Und inzwischen gibt es ja auch in der Wirtschaftswissenschaft Anleihen Richtung Verhaltensforschung, Psychologie, also dass Herdentrieb beispielsweise ein Prinzip ist, das sehr stark verbreitet ist auf den Finanzmärkten. Das müssen wir thematisieren, da müssen wir rein, wird aber vielfach nicht getan. Vielleicht noch eine Frage an der Stelle, wie ist es eigentlich mit den Gewinnern dieses Systems? Grenzenlose Geldvermehrung, wir wissen, wie es sich verteilt. Also 10% verlieren, 10% gewinnen, 90% verlieren. Und interessant ist, dass ja auf den frühen Geldscheinen des 19. Jahrhunderts beispielsweise hier in Deutschland die Paradiesvorstellung, also wer Geld hat, hat sozusagen einen Anrechtschein auf die Arbeit anderer. Ne? Wer Geld hat, hat einen Anrechtschein auf die Arbeit anderer. Ich habe einen Geldschein und damit kann ich Leistung von dir sozusagen abverlangen. Dass diese Paradiesvorstellung tatsächlich auch bildhaft auf den Scheinen dargestellt wurde. Also hier beispielsweise eine Göttin, die unter der, ja in diesem Fall einer deutschen Eiche, ne, darf natürlich nicht fehlen, hier Anrecht hat auf die Arbeit anderer, nämlich dargestellt hier durch Zahnrad, Hammer, ja sicher jetzt in dem Fall nicht, sondern also so Architekturbesteck, sage ich jetzt mal. So, aber wir sehen, auch dazu gibt es ja inzwischen Forschungen, nämlich aus der sogenannten Glücksökonomie, dass es zwar ein einzigartiges Wirtschaftswachstum gegeben hat, aber die persönliche Zufriedenheit, das ist jetzt eine Grafik hier aus den USA, überhaupt nicht im gleichen Maße zugenommen hat. Sondern man hat festgestellt, dass die über ein gewisses Maß hinaus Geld und Vermögen erreicht haben, sogar noch weniger glücklich sind als die Durchschnittsverdiener. So. Und wenn wir uns das mal anschauen, auch da wieder die Aktualität, also eine tiefe psychologische Erkenntnis, wer das Geld liebt, aus dem Alten Testament, wird vom Geld niemals satt und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß. Er habe viel oder wenig gegessen, aber die Fülle lässt den Reichen nicht schlafen. Und das ist genau das, was man feststellt in der Psychologie. Also wer viel Geld hat, hat dann am Ende niemals genug, sondern er versucht es immer noch
zu vermehren und die Sorgen um Statusverlust, um vielleicht auch falsche Freunde nehmen zu. Also Geld und Geldreichtum ist tatsächlich nicht das irdische Vermögen, als dass es daherkommt. Und davor haben eben alle Religionen, Weltreligionen gewarnt. Beispielsweise auch im Buddhismus sehr deutlich akzentuiert, der eine Pfad führt zum Gewinn, der andere zum Nirvana, also eben das Glück des Loslassens, ein Leben ohne Täuschung. Und spannend ist, dass das Glück gerade in der Befreiung der drei wesentlichen Gifte gesehen wird, die die Seele sozusagen beschädigen. Und das sind genau jene, die wir in unserem Wirtschaftssystem, wie es heute funktioniert, in den Mittelpunkt gestellt haben. Nämlich Gier, Aggression, also Konkurrenz und Illusion, als da sind Vermögen, aber noch einmal auch das Ego. Und es gibt tiefenpsychologische Erkenntnisse, die da sagen, dieses Schuldgeldsystem kann eigentlich nur auf der Basis dieses Egos existieren, weil das Ego eine Trennung bedeutet von dieser zentralen Erkenntnis, alles ist eins. So sind wir geboren, das unschuldige Kind. Auch Jesus spricht davon, werdet wie die Kinder. Aber dann bauen wir eben dieses Ego um uns herum, um uns nicht weiter verletzen zu lassen. Aber letzten Endes ist es eben eine Konstruktion. Und wenn wir da hinkommen, dieses Ego uns anzuschauen, dann wird auch dieses Schuldgeldsystem nicht mehr existieren können. Das ist sozusagen die Erkenntnis der tiefen Psychologie. Und das finde ich an der Stelle hochspannend. Was wir haben, ist eine neue Religion. Eine Religion auf der Basis von Geld und Gier. Also wir leben nicht im Zeitalter der Vernunft, sondern die sogenannte Schulökonomie basiert auf Dogmen. Das ist eine Glaubenswissenschaft, die mathematische Methoden benutzt, um eben diese Dogmen zu bestärken, die jetzt fallen. Und im Prinzip haben wir es mit einem Götzendienst zu tun, der ja, darauf angewiesen ist, was ich vorhin schon einmal angedeutet habe, natürlichen Schöpfungsraum und menschliche Arbeitszeit bedingungslos zu verwerten. Ähnlich wie es in der antiken Mythologie, der Geschichte vom König Midas erzählt wird, der sich ja einmal gewünscht hat, möge sich doch alles, was er anfasst, in Gold verwandeln. Und der Gott Dionysos hat ihm diesen Wunsch erfüllt. Und dann hat er mal Hunger gehabt und sich einen Apfel in den Mund gesteckt und wer daran fasst, erstickt. Das ist genau das, was wir jetzt tun. Also die Privatisierung aller, auch der letzten öffentlichen Güter, Wasser, Schulen, Gesundheitssystem, bis hin zu Lizenzen und Patenten auf, sag mal, Kräuter, die im Urwald bislang gefunden wurden, aber die dann eben der Eingeborene nicht mehr nutzen darf, weil da jetzt ein Patent drauf ist. Ja, und begründet eben wiederum einen neuen, einen modernen Feudalismus. 1789 sind die Menschen auf die Straße gegangen, weil sie gesehen haben, da ist ja eine kleine Schicht, die nichts tut, aber auf unsere Kosten Steuern erhebt und immer mehr Abgaben meint, erheben zu müssen. Und genau das beobachten wir jetzt wieder, 220, 230 Jahre danach. Wir haben wieder einen Feudalismus, eine Geldaristokratie. Einfach diejenigen, die viel haben, brauchen nichts mehr tun und können jetzt natürlich mit wachsender Sorge sehen, ob sie denn die Schulden auch noch und die Zinszahlungen erhalten. Aber wir merken auf der anderen Seite eben auch, die Menschen können schlicht nicht mehr. Der Druck ist zu groß. Ausblick. Muss man eben gucken, wie weit wir sind. Ja, schaffen wir noch. Aufklärung 2.0. Ein wertfreies System gibt es nicht. Ich glaube, das ist eine zentrale Erkenntnis, die vielleicht hier mitgenommen werden kann. Eine andere Konstruktion des Geldes, Postwachstumsökonomie. Da werde ich nur ganz kurz drüber sprechen, weil da sicherlich schon vieles gesagt worden ist. Ja, aber nach wie vor für mich an dieser Stelle entscheidend die geistige, häufig eben tabuisierte Dimension, Gott oder Mama. Ein wertfreies, rationales Wirtschaften gibt es nicht. Welche Werte sollen gelten? Derzeit haben wir es zu tun mit einer ausschließlich quantitativen Wachstumslogik, Stichwort Effizienz, individuelle Nutzenmaximierung, Ego ist gut, maximale Geldvermehrung. Das, um jetzt einem Griechen, der vor 2500 Jahren mal deutliche Worte gesprochen hat, die Griechen sind ja derzeit arg gescholten,
zu Wort kommen zu lassen. Aristoteles hat eine klare Unterscheidung getroffen zwischen der Ökonomie, also Oikonomike, der bedarfsorientierten Hauswirtschaft, das, was sie eigentlich sein soll, und der Krematistike, der maßlosen Geldwirtschaft. Und die letztere, das ist genau das, was wir jetzt haben, aufs Schärfste verurteilt. Die auf den Erwerb gerichtet sind, suchen ihr Geld ins Grenzenlose zu vermehren. Sie machen alles zum Zweck des Geldvermehrens. Als wäre dies der Zweck und als gelte es hier, dass doch alles auf seinen Zweck hin bezogen werden müsse. Das, was wir jetzt erleben, das dienende Medium Geld ist zum Selbstzweck geworden und hat eben das nicht mehr für möglich, also das ist nicht mehr möglich, was wir uns eigentlich vorstellen wollen und können, was Wirtschaften sein soll, nämlich qualitatives, bedarfsorientiertes Wirtschaften, Solidarität, Gerechtigkeit, Lebensfülle, gutes Leben. Also Wirtschaft soll die Basis stellen, aber sie ist ja hochgradig aufgeladen mit Glücksversprechen, mit Hoffnungen eben auf Geld gemünzt. Aber genau das sind die, sagen wir mal, spirituellen, geistigen Dinge, die über das rein Materielle hinausgehen und die niemals das Geld wird einlösen können. Ja, und es ist interessant, dass einige Ökonomen, so unter anderem auch John Maynard Keynes, zu eben diesen Erkenntnissen auch gekommen ist. Ich sehe also für uns die Freiheit, zu einigen der sichersten und gewissesten Grundsätzen der Religion und herkömmlichen Tugend zurückzukehren. Dass Geiz ein Laster ist, das Verlangen von Wucherzinsen ein Vergehen, die Liebe zum Geld verächtlich. Und dass diejenigen, die sich am wenigsten um den Morgen sorgen, am wahrsten in den Pfaden der Tugend wandeln. Wir werden diejenigen ehren, die zu einem unmittelbaren Genuss der Dinge fähig sind. Die Lilien des Feldes, die sich nicht mühen und nicht spinnen. Wie war das noch mit den Lilien des Feldes? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten und sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Pracht nicht gekleidet war wie eine von diesen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken und womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr all dieser Dinge bedürft. Suchet vielmehr zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann werden euch all diese Dinge hinzugefügt werden. Was wir im Moment haben, ist genau das. Angst und Gier. Ja, das ist das Geschäft der Finanzindustrie. Riester, Rürup, Lebensversicherung. Geld ist Vertrauen. Aber wir sehen, daran lässt sich nicht festhalten. Wir schauen uns alle Religionen an. Also ich stehe jetzt hier nicht sozusagen auf der Kanzel, aber es gibt, wie man sieht, eben ganz tiefgehende Erkenntnisse, wohin wir unser Vertrauen lenken. Und das ist eben zum einen Gott oder Mammon. Mammon, das Ego, das sich festhält an scheinbar materiell nicht erodierbaren, aber wir sehen ja, es erodiert an allen Ecken und Enden. Oder aber wir vertrauen dem anderen, dem Verbindenden, der Empathie, dem Miteinander. Und das ist genau das, was hier angesprochen wird. Wie sieht das aus, wenn wir uns das mal durchbuchstabieren? Also die goldene Regel im ökonomischen System zur Geltung bringen. Mal an drei Stellen angedeutet. Gegenüber der Natur als heilige Schöpfung. Ich habe es vorhin mal gesagt, wir betrachten in der ökonomischen Theorie weithin die Natur als eine Art seelenloses Materiallager, aus dem man sich grenzenlos bedienen kann. Es gibt erste Schritte in die Richtung, also ökologische Steuerreform, aber auch was Alvine Schreiber-Martens, ich glaube, sie hat schon referiert, ne? Mit dem Grundeinkommen. Also, dass man anfängt, nicht die Arbeit zu besteuern, das ist ja auch der nächste Aspekt, den wir hier haben. Gegenüber dem Menschen und seiner Arbeit. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Wir haben in unserem Wirtschaftssystem die Arbeit als Kostenfaktor definiert. Also Geld, Kapital, Gewinn muss bedient werden in der Gewinn- und Verlustrechnung. Steht also negativ auf der Seite. Darüber muss man reden, da gibt es Ansätze. Und wir müssen dahin kommen, dass wir natürlich Ressourcen besteuern und nicht die Arbeit. Ergibt sich gewissermaßen zwangsläufig, wenn wir auf die goldene Regel schauen, wie man diese im Wirtschaftssystem wird umsetzen müssen.
Und man sollte nicht vergessen, dass immerhin bis Anfang des 19. Jahrhunderts wir in diesem christlichen Zeitalter in Europa noch 116 Feiertage hatten. Da waren zwar die Sonntage mit drin, aber im Prinzip in jeder Woche nochmal ein Feiertag. Also eine Kultur der Balance zwischen Arbeit und Muße. Also die Vita Contemplativa, ne, galt als die höchste Lebensform. Wie gesagt, man kann viel sagen, auch berechtigt sagen gegen die Kirchen, die das Glaubenssystem sicher an der einen oder anderen Stelle pervertiert haben, aber es geht hier um die zentralen Botschaften. Und gegenüber dem solidarischen Zusammenleben in der Gesellschaft. Wer in Not ist, dem soll geholfen werden. Und es ist klar, dass sich vor diesem Hintergrund jegliche Zinsnahme verbietet. Wenn jemand mehr Geld hat, als er braucht, und er sieht, da ist jemand, der ist in Not, der braucht dringend Geld, um weiterzukommen, um überhaupt leben zu können, dann gebe ich es ihm und dann schaue ich noch nicht mal, ob ich es wieder zurückbekomme. Das ist das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, Leid, wo er nichts dafür zu bekommen hofft. Einfach das Vertrauen darauf, dass der andere schon weiß, was er damit macht. Aber die Banken gut analysieren doch diese Schenkungen oder Leihen. Also Intransparenz ist ein großes Thema. Intransparenz ist ein großes Thema. Dieses System basiert sehr stark auf Intransparenz. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir eine solche Tagung hier haben. Aber ich bin gleich durch, dann können wir vielleicht dann noch mal ein bisschen genauer diskutieren. Ja, John Maynard Keynes, seinerseits sehr kritisch dann ans Zinssystem herangetreten, weil er gemerkt hat, dass diese christliche Zinskritik sehr wohl seine Berechtigung hat. Ich will das jetzt vielleicht nicht alles vorlesen. Also hier, zunächst war er der Überzeugung, Zinskritik der mittelalterlichen Kirche eigentlich widersinnig. Jetzt aber lese ich diese Erörterung als eine ehrliche intellektuelle Bemühung, auseinanderzuhalten, was die klassische, ne, wohlgemerkt klassische Theorie, die Weisheit ja mit Löffeln gepachtet hat, unauflöslich durcheinandergebracht hat, nämlich den Zinsfuß und die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals. Also Zinsfuß, damit ist gemeint Geld aus Geld heraus und die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, das, was die Realwirtschaft tatsächlich in der Lage ist, an Wachstum zu generieren. Das ist ein großer Unterschied. So, und für mich war es nochmal spannend zu gucken, warum gab es denn eigentlich das Zinsverbot im Christentum über 1000 Jahre hinweg. Und es sind genau die Gründe, die wir jetzt spiegelbildlich in unserem System wiedersehen. Es ist A, wieder die Natur. Das schlafende Geld bringt natürlich keine Frucht, die Weinrebe dagegen ist natürlich fruchtbar. Also alles, was wächst, ist in der Natur vorzufinden. Und wir haben hier Geld mit etwas, also mit dem Zins, kombiniert. Da wächst etwas, das im Prinzip tot ist, aber sich nur nähren kann, indem wir im Prinzip auf das Lebendige zugreifen, wie ich es ja schon mehrfach angesprochen habe. Zeitdiebstahl, dieser alchemistische Akt, funktioniert nur über einen Deal mit der Zeit. Der Wucherer leiht dem Schuldner nichts, was ihm gehört, sondern nur die Zeit, die Gott gehört. Er darf also keinen Gewinn aus dem Verleih fremden Eigentums ziehen. Ich habe es vorhin angedeutet, das Geld wird sozusagen in die Welt geworfen, so aus dem Nichts heraus. Und jetzt müssen wir eben sehen, dass wir im Nachhinein realwirtschaftlich das erzeugen, was die davoneilende Geldmenge uns sozusagen auferlegt. Ungerecht natürlich, es ist äußerst ungerecht, mehr zu fordern, als man gegeben hat. So handeln, dass es seinen Nächsten ausbeuten und auf perfide Weise mit seiner Not spekulieren. Noch einmal, Leid, wo er nichts dafür zu bekommen hat, ganz radikal. Natürlich auch für jeden selbst, für jeden von uns. Ne? Ist er in der Lage, das zu tun? Mit Geld wuchern heißt nicht arbeiten, sondern andere schindende Müßiggang. Warum, dürfte klar sein. Ja, das will ich jetzt nicht weiter skizzieren, darüber ist viel gesprochen worden. Auch hier gerade, glaube ich, Thomas Beetz hat das en Detail dargestellt. Einige Beispiele, kommt sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch. Für mich nochmal wichtig, weil ich es vorhin angesprochen habe, Geldschöpfung nicht mehr in privater Hand, sondern Geld sollte ja eigentlich ein öffentliches Gut sein, das der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird und die Geldschöpfungsgewinne eben der Gemeinschaft zufließen. Wären dann die Banken tatsächlich nur noch als Kreditgeber. Also Geld, was reingeht, kann auch verliehen werden, aber Banken dürfen dann nicht mehr selber Giralgeld beispielsweise schöpfen. Und da gibt es ja die interessante Initiative schon in der ersten Weltwirtschaftskrise von Irving Fischer, der übrigens ja viel Geld in der Spekulation verloren hat.
und also im Prinzip die Krise für sich auch genommen hat, um daraus zu lernen und einen Schritt nach vorne zu gehen. Und jetzt eben wieder Geldschöpfung in öffentlicher Hand, Josef Huber, James Robertson, gibt es nochmal eine Neuauflage von diesem Buch, www.monetative.de, kann man sich einwählen und ganz interessante Informationen nochmal abrufen. Ja, die Diskussion ist eröffnet, gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein. Interessant finde ich, weiß ich, Nico Pech ist, glaube ich, diese Woche nicht hier, ne? Doch. Ja gut, dann nur als Hinweis, kommt er noch oder war er schon? Gut, wer war da? Dankeschön, sehr schön. War gut, oder? War gut. Weil das ist genau das, worüber also ich jetzt hier auch rede. Wir müssen weg aus dieser Verengung. Ne? Also nicht nur Homo economicus, sondern die Wissenschaft über Ökonomie sollte sich in Zukunft eben breiter aufstellen. Solche Dinge reinnehmen wie Glücksforschung, wie beispielsweise Psychologie. Ne? Warum wollen wir eigentlich immer mehr? Verzichtsangstsyndrom oder Konsum aufgrund von Positionssteigerung. Also ich markiere hier mit meinem Jaguar, also ich habe hier auf dem Laptop einen tollen Bildschirmschoner hier. Ne? Bildschirmschoner hier. Oder das Auto hier. Ne? Also ich bin wer, weil ich habe. Ne? Lao Tse, wer ein Haben gewinnt, verliert an Sein. Ne? Also warum eigentlich? Warum? Und natürlich bis zu dem hier stoffliche Nullsummenspieler, aber genau das, Suffizienzrevolution. Die Befreiung liegt eigentlich in dem, dass wir weniger brauchen. Also weg von all dem, was uns sozusagen hemmt in unserer tatsächlichen inneren Entwicklung. Und das sind Sachen, die immer in den Religionen eine Rolle gespielt haben und jetzt eben auch in der Psychologie. Spannend auf jeden Fall, die weitere Entwicklung auch der ökonomischen Wissenschaft an der Stelle zu verfolgen. Und ich denke, Nico Pech ist hier wirklich auf einem guten Weg. Hoffen, dass er da die entsprechende Unterstützung auch erfährt. Ja, ganz zum Schluss will ich es nochmal sozusagen auf den Punkt bringen. Martin Luther, und wir sind ja hier nicht ganz weit weg, glaube ich, von Wittenberg, wenn ich es richtig sehe. Ne? Nicht ganz weit weg, habe ich es auf der Karte so gesehen. Was will nur helfen und raten, da Schande ist Ehre und Laster ist Tugend worden. Also nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Ego ist gut, das andere lassen wir mal. Und das gebiert eben völlig unterschiedliche Welten. Auf der einen Seite gemeinsam Liebe, auf der anderen Seite Egoismus und Individualismus. Und ich spitze das mal zu. Im Moment haben wir eben ein Geldsystem, das ein Schuldsystem ist. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Egoismus und Schuld hängen sehr eng auf der psychoanalytischen Ebene miteinander zusammen, weil es beides im Prinzip nicht gibt. Und das Ego kann sich nur nähren, indem es sozusagen uns, unsere Schuld gegenüber dem tatsächlichen Einssein fortwährend abtragen lässt. Das mag jetzt erstmal so dahingestellt sein, da müsste man sich ein bisschen näher mit beschäftigen, aber ich denke, das ist der Casus Knactus. Und wenn wir hier hindenken, dahin, was wir eigentlich, wer wir eigentlich sind, ich glaube, das ist die Revolution, die tatsächlich bevorsteht. Also sozusagen die nächste kopernikanische Wende. Damals hat man gedacht, die Erde ist eine Scheibe, jetzt ist die Erde rund. Also wir werden sehen, nicht wo wir leben, sondern wer wir sind. Persona. Persona heißt Maske. Ja? Persönlichkeit wird, glaube ich, früher oder später als etwas Illusionäres aufgedeckt werden. Das führt dann, ich will das einfach nur mal so kurz andeuten, Lebensdienlichkeit der Ökonomie versus pathogenes Wachstum, Crash. Wir haben hier die scheinbar instrumentelle Vernunft, die aber doch nicht losgelöst ist, sondern eben dem Ego folgt. Eine Wertgebundenheit des Wissens, natürlicher Reichtum, Lebensfülle, Knappheitssprache des Geldes, was letzten Endes dazu führt, dass Arbeit eben so billig wird wie Dreck. Perspektive der schwachen Siegerausschluss. Also nur ein paar Stichworte einfach. Archetyp der großen Mutter. Also wenn wir auch über Brakteaten, das ist glaube ich auch ein Thema hier auf dem Kongress reden, dann müssen wir feststellen, dass von der kulturellen Seite her wir in Europa hier zu der Zeit eine starke Marienverehrung hatten. Also das Weibliche. Und das ist genau das, was mit diesen Begriffen hier einhergeht. Integration, Dezentralität, während sozusagen bin die Männlichkeit, bin der Geiz, wie Mephisto es im Faust sagt. Das ist das, was wir im Moment sehr stark sehen. Also Zentralität, Kontrolle, Macht. Übrigens, Macht wird in der Schulökonomie überhaupt nicht thematisiert. Ne? Abgeschoben auf Politikwissenschaft, Soziologie etc. Spannend. Wird einfach, ne, qua Definition ausgeschlossen. Sollen sich andere darum kümmern. So,
Trennung, Vernunft und Emotion, ne? Wertfreie Wirtschaft. Wir wissen alle, es geht nicht. Aristotelische Einheit von Vernunft und Emotion, Körper und Geist. Und ja, also Homo Soziologicus, Homo Ökonomicus. Interessant ist, dass wir geldreiche Gesellschaften sind zugleich kinderarme Gesellschaften und umgekehrt. Schauen wir nach Afrika oder nach Asien. Ne? Das ist der eigentliche Reichtum. Wir pervertieren sozusagen die Wirklichkeit mit dem, was wir hier tun. Bis hin eben zu diesen Dingen. Vielleicht nochmal ganz interessant, also es gibt keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der so viel gerechnet worden ist wie heute. Hat natürlich mit dem Geld zu tun, ne? Also sage ich jetzt mal so. Gesundheit, ganzheitliche Sicht, Krankheit, Symptomfokussierung. Genau das, was in der Schulmedizin passiert, passiert eben auch in der Schulökonomie. Ne? Wir kurieren Symptome und schauen nicht in die Tiefe. Wie gesagt, schön, dass wir hier in der homöopathischen Bibliothek sind. Auch da haben wir ja ganzheitliche Sichtweise sozusagen zum Thema. Ja, was immer Thema auch in der Geschichte gewesen ist, wie definiere ich mich? Noch einmal Vita Contemplativa, also die Entwicklung des Ich, eigentlich eher durch meditative Formen als das, was wir heute versuchen, durch Konsum, durch äußere Dinge, materielle Definition im Außen, bis hin zu Raum und Zeit. Im Mittelalter hieß es mal Stabilitas Loci, heute sind wir überall unterwegs und überall zu spät, sage ich mal. Zeit ist Geld, Flexibilisierung. Also letzten Endes, und das finde ich das Spannende an der Auslegung des ersten Gebotes von Martin Luther, der gesagt hat, Vertrauen macht eben beides. Es ist mancher, der meint, er habe Geld und Gut und darauf er niemand etwas gibt. Und auch dieser hat seinen Gott, der heißt Mammon und das ist der allergewöhnlichste Abgott auf Erden. Wie wir sehen, die Entscheidung Gott oder Mammon kreiert eine, wie man so will, alles bestimmende Wirklichkeit. Hier wie dort. Entweder wir folgen dem Ego oder wir folgen unserem Herzen. Ein Dazwischen gibt es nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.